So. Oha, was haben wir hier? Nein, der Im Vault ist es Vault eigentlich einer echt Amtliche schön. gibt es immer was zu haben. Okay, gucken wir mal, was es noch gibt hier. Ins Last Field. Das ist von Diamond City, Diamond City, Diamond City. Diamond City. Auch Diamond City. Diamond City. Diamond City. Minuteman. Sonstiges. Okay, im Moment gibt es hier questtechnisch noch nichts, was wir Trägst du angenommen haben. deinen Vault-Anzug auch im Commonwealth? Oder nur, wenn du uns besuchst? Nein, den trage ich auch im Commonwealth. Weil der gibt mir nämlich 10 Energieresistenz. Und das finde ich ganz gut eigentlich. So, weiterhin. Keine Ahnung, Noch ein was du bisschen willst, aber umgucken vergiss es. sollte ich mich Im schon noch. Moment habe ich keine Zeit. Ist ja gut, ich störe dich ja nicht. Bleib sauber. Jo. Wir bleiben immer sauber. Hey, Wer wie ist geht's das? dir? Nur ein Ansässiger? Sieht ganz schön dürftig aus hier, oder? Wird es das wirklich gewesen sein? Ich kann es fast nicht glauben. Ein Level Up! Ein Level Up! Dankeschön, Zombie-Fan! Okay, das bedeutet, wir haben einiges an Möglichkeiten wieder. Ein Hauptattribut oder was anderes? Das ist jetzt hier die Frage. Vielleicht noch ein auf Ausdauer. Was haben wir denn hier unten? Ich würde eigentlich noch ein bisschen besser reden können. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Aber da haben wir nichts weiter als den Lady Killer da. Aber wenigstens würde er uns die Gesprächsoption mit Frauen vereinfachen. Ich glaube, das nehme ich mal. Den Lady Killer, auch wenn hier. Na, Computer Hack wäre auch gut gewesen, auf jeden Fall. Das machen wir beim nächsten Level ab. Schrauben hingelegt. Okay, so. Samen. Ich brauche mehr Samen. Sieht ziemlich Ich will übel aus, keinen da Ärger drin. Ich möchte hinterlassen. nämlich wirklich manche Probleme nur mit Worten lösen können. Das ist mir eigentlich ganz lieb. Lauter Macht dein Ansässige, Geboy auch ab und zu aber zicken? wir Der können macht nichts mir in machen. letzter Zeit echt Sorgen. Bist du hungrig? War das Red hier mit wirklich Maria. alles? Sie Das ist macht die ja besten Wahnsinn. Törtchen im Vault. Wer ist das hier? Du hast Hallöchen. Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu Ja. glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Oh, hier, die hat doch was Meine gesucht. neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Hallöchen, ich grüße euch. Dr. Pensky? Oh, wie? Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte. Soll ich das Instrument etwa finden? Ich bin verwirrt. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das soll Okay, nicht hier nochmal kommen wir geschehen. wieder raus. Ich glaube, weiterhin gibt es hier, glaube ich, nichts. Namenstechnisch ist hier, glaube ich, auch nichts dabei. Was ist das denn? Da waren wir doch, den Laden, da waren wir auch schon. Ich glaube, Ich habe es satt, wenn Werkzeug mit kaputt geht. Vault Weißt du, was heute 81 war nicht es an das Arbeit soweit, kommt? oder? Hier ist der Raum der Aufseherin, da waren wir auch schon drin. Die Pass Arbeiten, die auf, hier was du angeboten tust. wurden, haben wir Wenn du einen erledigt. Arzt brauchst, findest du Forsythe und Das Rachel heißt, unten im eigentlich Sanitätsraum. im Ich Umkehrschluss, bring dich wir wieder können zusammen. gehen. Und Ich das will dich wiederum nicht mit bedeutet, die wenig Ausbeute Verpflichtung. hier, die war eigentlich ziemlich, eigentlich ein bisschen enttäuschend. Komm, Kotzwürf. Ne? Na Hey, gut. Sir. Na, abbrechen. Kotzwürf, ich möchte nach oben. Vielleicht gibt es ja oben noch was, aber wir haben noch einiges an Aufgaben da. Das Mittel schon suchen? Nein, das musste ich nicht suchen. Das habe ich übersehen, oder? Ich Wenn musste du nur gut mit. essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Ich habe nur Hat mit den immer was Kindern für dich. gesprochen. Das war eigentlich die einzige Quest. Ich habe mir Blut abnehmen lassen. Was ich von dir erwarte, Und dann gibt zwei es noch Worte, hier diese Dame bestes im Bild. Botanikgarten, die aber was verlegt hat. Was? Ich war lustig Ich wünsche Ihnen mit viel Glück diesem dabei. Ihr wisst schon, bei Röntgenstrahler. Überlebenssache. Oh Mann. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie Da ja waren wir Arbeit. drin. Neil, Hey, will er ich vielleicht habe noch gehört, was? dass es in Diamond City recht schön ist, hinter schützenden Mauern.
Hört sich echt sicher an. Ja, sicher für das Commonwealth, aber nicht so sicher wie die Vault, ne? Aber wir können ja immer wieder hier rein. Hallo. Hast du sonst niemanden, den du nerven könntest? Alter, Miranda, Mann. Yes. Memo an mich selbst, nie wieder mit Miranda reden. Zombie-Fan für den Jungen im Arztraum. Da habe ich eigentlich nur diese eine Frau gesehen. Ich würde mal sagen, vielleicht kämen wir später nochmal zurück. Da wäre ich interessiert, weil die hatten gute Sachen im Laden. Aber im Moment, würde ich mal sagen, hätte ich großes Interesse daran, dem Barkeeper zu helfen von Diamond City. Wo wir versucht haben, den Radiosprecher ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu geben. Was eigentlich halbwegs gut funktioniert hat, leider haben die Schläger ihn dann entführt. Und jetzt müssen wir ihn retten. Na gut. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wo ist das hier? Ah, das können wir uns doch auch anzeigen lassen per... Ah, hier, okay. Selbstvertrauen ist alles. Das möchte ich eigentlich gern machen. Und das ist hier in der Brauerei, die wir schon entdeckt haben. Das ist doch wunderbar. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Sollten wir da hinlaufen? Vielleicht entdecken wir noch was, oder? Oder wir lassen uns importen, was schneller gehen würde. Ach, ich lauf mal. Entschuldigt. Ich muss mal einmal kurz hier an der frischen Luft in die falsche Richtung laufen. Vielleicht hier. Okay, das sieht doch schon eher richtig aus. Wir haben ein Siedler-Rekrutierungssignal gefunden. Das ist unseres, oder nicht? Okay, hier laufen wir richtig. Wie sieht es denn waffentechnisch aus? 74 Schuss, 518 Schuss, 61 Schuss. Okay, und hier. Aber ich glaube, die schießt zu langsam, oder? Oha. Na gut, ich hoffe, die hat ordentlich Wumms dahinter. Was haben wir hier? Was ist das denn hier alles? Karotten. Deswegen laufe ich eigentlich immer so gerne, weil da gibt es immer so viel zu entdecken. Ein bisschen was zu essen ist hier, okay. Die Kohleautomat. Und bei Fallout, da muss man ja entdecken und looten. Das ist einfach ein Traum. Sozusagen. Da bewegt sich doch was. Ach, das ist Gottesfürchtig, da hab ich gerade voll erschreckt. Hier haben wir was zum Kochen. Ein toter Verkäufer. Ja, das braucht er bestimmt. Kotzwurf, das braucht er wirklich nicht mehr. Oh, die Sportkleidung. Na, er braucht sie ja nicht mehr. Naja. Das braucht sie nicht mehr. Schätze ich mal, dass es eine sie ist. Vorkriegsgeld, das nehmen wir auch mit. Daytripper? Was? Eine Haarklammerbox? Wunderbar, okay. Eine New Cola. Das ist alles brauchbar. Ich bin entzückt. Abgesehen davon, ein bisschen Essen lassen wir mal noch da für die nächsten Plünderer, will ich schon fast nicht sagen. Dann schäme ich mich ein bisschen. Eine Silbergabel. Es ist ja wirklich nicht weit zur Brauerei hin. Nee, wir sind doch schon fast da. Und vielleicht entdecken wir noch irgendwas. Mit der Pistole am Anschlag. Blähfliegen. Und eine Stechmücke. Für dieses Gewürm können wir doch super auf die Nahkampfwaffe einsetzen. Kotzwerf, Dankeschön. So, das war's mit diesen Viechern. Die haben uns aber schon ein bisschen verletzt. Blähfliegenschall und die Flieger hat wieder Tafelmesser dabei gehabt. Fragt mich nicht warum. Das ist aber immer noch verständlich. Na gut, es wird Zeit, um einen kleinen Happen zu essen. Was haben wir denn Leckeres? Eine leckere Köderkeule.
Das ist immer wieder fein. Okay. Ja, die Pistole sollten wir vielleicht eher nicht nehmen. Die Munition sieht da schon sehr angeschlagen aus. Na gut, dann wird es wieder Zeit für die Schrotflinte. Aber mit... Wenn man gegen Gegner kämpft, die Waffen haben eine Höhle. Eine Höhle, ich muss in diese Höhle. Sollte man eventuell... Maulwurstratten. Gegen diese Viecher wäre es vielleicht nicht schlecht, eine Axt zu benutzen. Na! So. Maulwurstratten, bitte. So. Ist das eine Maulwurstrattenhöhle, die wir hier gerade entdeckt haben? Nichts Wildes, glaube ich. Na schön. Leder. Zähne. Noch mehr Zähne. Und was ist denn das für einer? Eine Bierflasche. Noch eine Bierflasche. Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen bei Fallout 4. Okay, ich glaube, er hier braucht nicht mehr so viel. Und ich glaube, viel zu looten. Ein Hirnpilz. Lecker. Daraus müssen wir uns mal die Suppe kochen. Braucht man, glaube ich, nicht mehr. Was? So. Okay, wieder raus ins Commonwealth. So, okay, jetzt mal ganz kurz überlegen. Wir sind ja fast da. Diesen Ort? Was? Na gut. Okay. Mal ganz kurz in die Karte reingeschaut. Rechts neben der Overland Station. Okay, schauen wir mal, ob wir das, ob ich mir das gemerkt bekomme. Okay, aber nicht verraten wegen was, bitte. Ah, hier haben wir hier unsere Minibase aufgebaut. Beziehungsweise die Siedlung. Und ich glaube, hier vorne sind wir schon dabei, unseren, wie heißt denn das, Drugnut in Inhaber zu retten. So. Ha! Habe ich das doch halbwegs zusammenbekommen. Na schön. Okay, ich glaube, wir sind angekommen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass ihm irgendwas passiert, weil irgendwie ist er mir sympathisch. Ich weiß nicht, warum. Verbindungsstange und eine Teetasse, aber... Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also... Er hat ein gutes Herz. Jetzt ist das soweit. Wenn Sie Vadim haben... Sif-Mom! Guten Morgen, Sif-Mom! Uns passiert doch nichts, oder? Ich grüß dich. Okay, so. Bleiben wir erstmal ruhig. Behalt einfach einen kühlen Kopf, okay? Denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Ja. Klar. Sicher. Kopf hoch, Mr. Miles. Wir werden Vadim hier im Handumdrehen befreit haben. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich hab sowas noch nie gemacht. Kalte Füße, bleib hinter mir, erst schießen. Auf jeden Fall ruhig bleiben. Bleib einfach ruhig. Dreh da drin nicht durch. Okay. Ruhig bleiben. Das kann ich. Okay. Können wir jetzt da rein, bevor ich völlig die Nerven verliere? Das können wir. Sir, haben Sie einen Augenblick? Cotsworth? Aber kurz, wir müssen doch gerade retten. Was hast du denn? Ne? Klar, was hast du auf dem Herzen? Oh, nur etwas, was ich mir von der sprichwörtlichen Seele nehmen möchte. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, Sie zu begleiten. Sie glauben ja nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Ach Gott. Diese Zerstörung und nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Ach, das ist doch ein guter, das ist doch ein guter Roboter. Jetzt komm. Wir konnten ihn leider nicht mitnehmen. Es tut mir auch wirklich leid. Es tut mir leid, Cotsworth. Es kam alles so plötzlich. Keine Zeit für Abschiede. Kein Problem, Sir, da Ihre Prioritäten auch meine waren. Die Sicherheit der Familie geht vor. Und obwohl es anfangs schwierig war, habe ich es irgendwann geschafft. Zuerst mit Arbeit. Mit